Okay, folgendes. Ich habe gerade schon mal versucht, das aufzunehmen, sogar zweimal. Beide Mal ging die Framerate übelst in den Keller. Einmal, als ich schon diesen Part geschafft habe und einmal, als ich abgekackt bin und nochmal von neu starten musste. Ich weiß nicht, woran es liegt. Deswegen wird unser Plan so aussehen. Wir werden es einfach mit dem ersten Mal schaffen und hoffen, dass es dann besser wird. Okay, wir werden... ja, das überspringen und dann... Also unser Ziel ist es, ja, zu verkacken, so wie jetzt. Das war, hat mir schon übelst viel Zeit gekostet. Auch wenn ich es jetzt immer noch schaffen kann. Okay, das ist so übelst scheiße. Den Schrank muss ich davor schieben. Ich weiß nie, wann es genug ist. Ja, Framerate jetzt schon wieder. So eine Scheiße auch. So eine verdammte Scheiße. Na jetzt. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt so. Weil dieser Part, der nervt schon übelst und dass das dann auch noch nicht klappt, das nervt dann noch mehr. Also so scheint es zu klappen, weil sonst wurde ich immer vorher getroffen. Und das hilft halt auch nicht, wenn man versucht wegzurennen. Okay, es sieht nicht so schlecht aus. Ich hoffe einfach mal, wir werden jetzt nicht erwischt. Da lag eine tote Frau auf dem Bett. Ich glaube dann, ja, dann kriege ich wieder diese Anfälle. Und hier fällt man runter, wenn man. Und ja, okay, geschafft. Hier ging gerade die Framerate in den Keller, glaube ich. Hier fing es an. Wahrscheinlich deswegen hier, weil er so übelst die scheiß Daniel-Anfälle hat. Ich habe hier keinen Plan, was ich machen muss. Das ist total doof. Aber bis jetzt sieht es ja nicht schlecht aus. Nur leider, dass ich nicht weiß, was ich machen muss. Weil hier ist nichts. Hier durchkomme ich nicht. Und hier ist auch kein Fenster. Auf. Und doch da. Fail. Okay. Okay. Und hier ist ein Speicherpunkt. Also hier werden sie uns nicht hinterherlaufen. Was ist, wenn man zu beschränkt ist, um die Aufnahmeeinstellungen wirklich so einzustellen, dass man aufnimmt? Richtig, man fängt das ganze Spiel neu an. Ja, ich habe erstmal schön fröhlich eine halbe Stunde aufgenommen, ohne zu merken, dass ich gar nicht aufgenommen habe. Hier schleichen muss, bla bla bla. Das kommt mir schon sehr bekannt vor, weil ich jetzt zum fünften Mal aufnehme, bestimmt, aber naja. Und ich werde jetzt eh entdeckt werden. Was geht bei ihm? Jetzt echt? Ich bin da runtergesprungen und jetzt muss er sich verarzten? Was eine Pussy. Warum, er springt aus 2 Metern Höhe da runter? Man guckt schon einen Knochen aus seinem Bein. Ich würde mal irgendwie ein bisschen mehr Milch trinken. Ich bin in den Schatten, ne. Welcher sieht mich eigentlich? Weil ich wurde schon oft gesehen, ob es jetzt der mit der Knarre oder der andere ist. Ich würde sagen, der mit der Knarre, weil der hat einen besseren Blickwinkel zu mir. Okay, noch sieht mich niemand. Hui. Hamm. Okay. Okay, den Typen müssen wir abpassen. Also er muss zurücklaufen. Oder theoretisch könnten wir es auch, wenn er... Aha, okay. Weil ich bin mir nicht sicher, ich habe es wirklich noch nie geschafft. Noch kein einziges Mal, auch nicht beim ersten Mal spielen oder bei den anderen 5 Versuchen, die ich bis jetzt brauchte. Ich habe es noch nicht geschafft, hier vorbeizukommen, ohne gesehen zu werden. Was eigentlich kein Problem ist, weil man eh jetzt in, wenn man raus ist, sofort sicher ist. Okay. Okay, das war ein bisschen doof gemacht, aber trotzdem. Jetzt echt, du kommst nicht da hoch. Yay. Auch wenn ich mich jetzt hier ducke, werde ich trotzdem getroffen, deswegen renne ich einfach. Raw like you stole something. Okay, das wird mich ein paar Medipacks kosten, aber naja. Ich bin verschwunden.
im Schacht wie Batman. Ui. Hä? Okay, das wird auf die Dauer auch ein bisschen unmöglich, das so durchzuhalten, immer nach jedem kleinen Abschnitt sich zu heilen. Hätte mal ein bisschen mehr Metal Gear Solid gespielt. Und weil ich wirklich jeden Spielstand, den ich habe, überschrieben habe, muss ich alles von neu machen. Hier, tada, ich mache einen neuen Spielstand. So. Ohne Scheiß, auf den will ich auch rennen. Der hört sich so gruselig an und sieht so gruselig aus, damit mache ich doch lieber, was er hat, was er will. Und er hat eine Knarre. Aber das ist sekundär. Ich würde sagen, vor seinem Face habe ich mehr Angst. Ja, das ist auch unnötig. Man weiß auch irgendwie. Ich weiß bis jetzt nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendein komisches Monster, aber nein. Bam. Und hier wusste ich anfangs gar nicht, was ich machen musste. Da sind zwei Typen, da kommt man eh nicht vorbei. Und da steht einer. Er muss in der Tat hier runter. Komisch, dass er eigentlich sieht. Und dann hierher. Ne, nicht hierher, aber hierher. Das Komische hier ist. Oh, da ist einer. Hier ist so eine große Fläche. Und hier ist wirklich niemand, außer der Typ, der gerade vorbeigelaufen ist. Ja, nicht, dass ich da was gegen hätte oder so, ne, aber. Okay. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht um die Ecke, so wie da. Oh, der hat mich nicht gesehen. Habe ich auf die Ratte getreten? Ach, ne, schade. Hat sich so angehört. Ohne Scheiß, das sind richtig große Ratten. Vielleicht haben sie die auch auf mich losgejagt. Dann failen die aber übelst, wenn sie das wirklich sein. Okay, da ist ein Chainsaw. Das Dumme ist an dem Spiel ist, man muss, um hochzuklettern, auch nach oben gucken. Und dann, wenn hier dann einer mal steht, dann ist man gearscht. Minipack. Das verstehe ich nicht. Wir haben ihn verloren. Warum? Die wissen ja noch nicht mal, dass ich hier bin. Ich hätte ja auch einfach im Luftschacht bleiben können für 20 Minuten. Der drückt gegen die Tür und dann geht die auf. Nicht schlecht. Okay. Und speichern. Ich speichere an jedem Speicherpunkt. Machen wir Besuchdaten statt. Machen wir das. Weiter geht's. Ich weiß auch gar nicht, warum jeder scheiß Troll eine scheiß Kiste vor jede Tür schiebt. Das ist halt unlogisch. Okay, macht immer noch Geräusche, wo ich gar nicht mehr schiebe. Okay. Muss ich da hoch? Ne, ich glaube nicht, weil letztens bin ich auch hier hochgegangen und dann kam nichts Gutes bei raus. Ich kann ja auch in die Wand gucken. Ach, schade, hier jetzt nicht. Wow. Na, hier steht jetzt einer, da wo ich gerade hingucke. Und mit Glück komme ich an dem vorbei. Ah, ich weiß noch, hier wurde ich erwischt, dann bin ich doch relativ gut noch davon gekommen. Okay. Fuck. Okay. Ist echt, da ist auch einer. Der kam mir letztes Mal aber nicht entgegen. Okay, wenn ich darüber komme. Oh, ich bin gerettet. Das ging. Okay, das kostet zwar auch einiges, aber naja. Ich bin davon gekommen, ohne großartig schleichen zu müssen. Oh, man kommt aber bestimmt nicht darauf, dass er hinter den Zaun gesprungen ist. Munition für eine Waffe, die ich noch nicht habe. Keine Tür, komischerweise. Hier hätte man noch guten Speicherpunkt gebrauchen können. Ich als Fischmensch würde mich total erschrecken, wenn ich jetzt hier vorbeigehen würde, auf einmal so ein Face da zwischen dem Zaun wäre.
Ich muss jetzt gucken, dass er, mal gucken, ob er mich sieht, wahrscheinlich nicht, dass er hier, wow, 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 chill mal, Alter, dass er den anderen Weg geht und ich dann hier vorbeispuren kann. Nee, nee, nicht da, sondern da. Da ist nämlich nichts. Ja, wie man merkt, das Spiel... Skills. Man benötigt für das Spiel viel Wartezeit. Auch wenn es Laden dauert lange. Oh, fuck. Und Warten dauert lange. Bin ich verletzt? Nein. Ich frage mich, wie er denn mit seinem komischen Verbandszeug auch seinen Anzug wieder verbinden kann. Da ist nichts, aber da. Und der Typ dreht gleich wieder um. Okay, doch nicht. Christ, they're everywhere. I need to keep my head down. Okay, ja. Wow, das war knapp. This looks like a reasonable hiding place. Yeah, it does. Okay, das habe ich letztes Mal nicht geschafft. Ich wurde dann gesehen, weil der Spaß sich umgedreht hat, wahrscheinlich weil ich zu nah war. Ich glaube, ich muss in diese Tür. Und der Typ... Oh, wow, 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 wow. Okay, hier muss ich nicht hin. Aber hier... Bitte. William! William! Hello. Your friend is dead. Oh, no shit, Sherlock. Jesus, wer ist denn Jesus oder Jesus? Das ist so eine Scheiß-Cutscene. Mein bester Freund ist gerade gestorben. Ja, er ist tot. Ich brauche deine Hilfe. Vielleicht ein bisschen Mitgefühl zeigen, du herzloser Bastard. Sing. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the taint are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a Shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sewers. Ich wollte aber gerade was Wichtiges zum Plot beitragen. Das ist auch so random. Das habe ich noch nie im Spiel gesehen. Kennen Sie den und den? Wahrscheinlich wichtig wegen Plot. Er geht gar nicht drauf ein. Zeigen Sie bitte, wo ich zur Kanalisation komme. Speichern. Ich traube jetzt einen Freund aus. Nein. Okay. Geht anscheinend nicht. Die Szene ist jetzt geil. Auch ein bisschen random, weil ich würde nicht auf die Idee kommen. Hier sind halt die Fischmenschen und hier ist halt ein Auto. Man sieht, dieses Item kann man entfernen, beziehungsweise diesen Gegenstand. Das wäre lustig, wenn sie das ohne mich losrollen würde, auch wenn ich jetzt so anschiebe, geht natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen random. Hallo, totes Schwein. Oder, was? Toter, Wolf. Toter Sack. Ist echt, das fährt ohne mich los? Okay. Das ist random. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe das Fett nicht ohne mich los. Okay. Ich laufe einfach mal hinterher, ne? Wow, der sieht mich von da aus. Ich will auch natürlich nicht rennen oder so, ne? Okay, das war nicht toll. Jetzt echt, ich sterbe, aber wenn ich in einem scheiß Auto sitze, bin ich natürlich nicht tot. Okay, das war ein bisschen random. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das kann man.
Das war ein unnötiger Tod, aber ich werde das Spiel eh nicht schaffen, um zu sterben. Deswegen werde ich es jetzt auch irgendwie nicht neu laden oder so. Auch wenn es ein bisschen unnötig war, aber naja. Ich habe nicht gedacht, dass die Scheiße ohne mich losfahren kann. Und go. Und wenn ich mich wehren können, hätte ich auch vielleicht eine Chance gegen den. Aber... Okay, wie wär's mit losfahren, bevor die... Oh, really, son? Besser als das Rollen zu lassen, hinterher zu laufen. Das haben wir ja jetzt schon...